Herzlich willkommen zu Ziggurat. Ziggurat ist ein sogenannter Roguelite, und zwar aus der First-Person-Perspektive. Tja, was heißt Roguelite? Roguelite leitet sich ab von Roguelike, also von diesen Roguelike-Spielen. Und Light heißt halt, dass es ein bisschen einfacher und nicht so gemein ist. Und wird in der First-Person-Perspektive gespielt. Und es hat einen Shooter, man spielt einen Magier. Und die Welt und die Gegner und Waffen und viele Fähigkeiten im Spiel sind zufallsbasiert. Werden bei jedem Run neu ausgewürfelt. So ein Run dauert wohl ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und deswegen will ich einfach mal eine Runde machen und nächstes Mal auch nochmal. Das soll ein sehr, sehr tolles Spiel sein. Insgesamt habe ich davon nur Gutes gehört und freue mich da sehr drauf. Habe selber schon mal 5 bis 10 Minuten reingespielt und habe total Bock drauf. Aber starten wir einfach mal ein neues Spiel. Wenn man ein neues Spiel startet, kann man sich einen von mehreren Klassen aussuchen. Am Anfang ist nur Argo, der Lehrling, freigeschaltet. Es gibt dann noch eine Menge andere Klassen, wie man hier sieht, die man sich aber erst freischalten muss, indem man bestimmte Sachen erfüllt. 40 Schamanen töten zum Beispiel. 200 Gegner töten. Ich habe schon mal kurz reingespielt, 10 Minuten. Und bis jetzt habe ich noch keinen freigeschaltet, will ich mit euch zusammen machen. Dann gibt es noch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ja, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich habe ein paar Reviews gelesen und auch das Video von Total Biscuit geschaut. Und er meinte, und das ist wohl ein schweres Spiel, also normal ist schon schwer. Schwer ist super fies, endlos, es geht halt endlos. Und einfach wäre so okay. Trotzdem will ich ja normal spielen, wir wollen ein bisschen Herausforderung haben. Ich meine, normal ist normal. Man nimmt halt normal. Und dann legen wir einfach mal los mit ihm. Also, man hat... Es geht darum, in diesen zufallsbasierten Leveln halt einfach das Spiel durchzuspielen. Und der Witz ist daran, dass man jedes Mal ein bisschen neue Fähigkeiten, neue Waffen erhält. Sintio fragt, ob ich schon mal in Binding of Isaac reingeschaut habe. Habe ich noch nicht, aber das habe ich noch vor, weil ich das sehr cool finde. Also am Anfang wird kurz erklärt, wie man das spielt. Mit WASD bewegt man sich. Man guckt sich halt um mit der Maus. Man hat einen Primärangriff. Der hat einfach so mit dem... Man hat insgesamt nachher 4 verschiedene Waffen, das erkläre ich nochmal. Aber der Primärangriff ist halt so. Und der Sekundärangriff ist so eine Shotgun mit mehreren auf einmal. Man sieht rechts die lila Kugel. Die erste Waffe, die man hat, die Standardwaffe, verbraucht halt von dem lila Mana und lädt sich langsam wieder auf. Und am Anfang kriegt man immer gleich eine zufallsgenerierte Waffe, das ist im Fall die dritte Waffe. Und man sieht hier mal, es gibt 1, 2, 3, 4 Waffen. Die erste Waffe braucht aber lila Mana, was sich langsam auflädt. Und die anderen 3 Waffen, 2, 3 und 4, verbrauchen sozusagen Munition. Und wie viel Munition man jeweils hat, sieht man rechts an den Balken. Da, man sieht ja rechts den Balken, wo der Grüne ungefähr zu 40% gefüllt ist. Das ist, wie viel Munition ich für die jeweilige, für die grüne Waffe habe. Was die Waffen jeweils machen, die grüne, die gelbe und die rote sind es, glaube ich. Rot ist es, glaube ich, gar nicht. Aber was die Waffen jeweils machen, ist total unterschiedlich. Also es gibt mehrere grüne Waffen und mehrere gelbe Waffen und so, und das kann man im Spiel tauschen. Man hat dann auch Skills und Abilities, die man freischaltet. Das wird mal gleich noch erklären. Unten links sieht man noch die Lebenspunkte. Entschuldigung, die Stimme ist ein bisschen... bisschen angegriffen. Lange Woche. Unten links sieht man die Lebenspunkte. Die laden sich nicht von alleine auf. Die kann man nur aufladen, indem man HP-Flaschen wieder einsammelt. In der Mitte sieht man Erfahrung. Den Erfahrungsbalken. Wenn der voll ist, steigt man ein Level auf. Und oben links die Map. Und das soll es erstmal gewesen sein an der Stelle. Ich möchte ja nicht zu viel rumlabern. Wir spielen einfach mal los. Und gucken wir mal. Jeder Raum ist immer so, es sind Räume aufgeteilt. Und jeder Raum hat immer mehrere Minions, die man halt da bekämpfen muss. Hier seht ihr schon mal, wie das aussieht. Ups, da geht schon die Tür auf. So ein Kristall für das grüne Mana. Wenn ich das aufsammle, zack, habe ich mehr Munition für die grüne Waffe. Und wir gehen erstmal hier lang. Und jeder Raum muss geklärt werden, sozusagen. Entweder sind in einem Raum Minions, also Diener, oder Bosse. Oben sieht man, das ist ein Dienerraum. Und da sieht man schon, wie die ersten Diener auftauchen. Irgendwie werde ich von hinten auch beschossen. Nehme ich mal die andere. Das ist die mit dem grünen Mana. Man sieht schon, die hat... Okay, die hat so einen Flächenangriff. Wollte die noch ein bisschen ausprobieren. Aber die verbraucht halt Mana. Und das grüne Mana... Alter,
Das grüne Mana ist halt nicht... ist halt endlich. Das lila Mana von der Primärwaffe lädt sich immer wieder neu auf. Und das grüne Mana lädt sich halt nicht auf. Hier sieht man solche, das bringt mir Erfahrungspunkte, die gelben. Die verschwinden auch nach einer Zeit, also man darf das nicht ewig liegen lassen. Und dann habe ich schon ein halbes Level geschafft. Ich habe noch 90 HP. Ich habe von dem grünen Mana ganz schön viel verschossen. Habe auch noch blaues Mana aufgesammelt. Aber fürs blaue Mana habe ich noch gar keine Waffe. Und man muss halt die verschiedenen Waffen ein bisschen kennenlernen, ein bisschen ausprobieren. Und dann hier hat man schon gesehen, das ist eher so ein Flächenangriff. Wenn da ein Raum voller Minions ist, kann ich die kaputt hauen. Nun gut, dann schauen wir einfach mal weiter hier. Mal den nächsten Raum. Oh, doppelte... Man gibt auch mal zufällige... Modifikationen für jeden Raum. Man sieht, ich mache hier nur halben Schaden. Kriege ich aber doppelt so viel XP. Was natürlich schon irgendwie ganz nett ist. Jetzt ist gerade das Mana alle für die Waffe. Na, hat man gesehen hier? Unten, wenn ich zu oft schieße, da ich nur halben Schaden mache, das macht sich echt bemerkbar. Ja, da ist die Waffe gerade gar nicht so schlecht. Au, 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 au. Man darf auch nicht in das... Man darf auch nicht so in ihre Hinterlassenschaften rennen. Ich muss mal gucken. Was ich schon gelesen und gehört habe, ist... Ups. Aber das mit dem halben Schaden gefällt mir gerade nicht so gut, auch wenn ich doppelte XP bekomme. Boah. Ja, sammeln wir erstmal das Zeug auf und dann gucken wir mal nach den... nach der neuen Fähigkeit. Also mal mit dem halben Schaden, das hat man echt eben deutlich gemerkt. Aber dafür habe ich jetzt eine neue Fähigkeit freigeschaltet, bin Level 2. Dann schauen wir doch gleich mal rein, was ich da freigespielt habe. Und das Coole ist, man kriegt auch zufällige Fähigkeiten, muss ich mal für eine entscheiden. Hier unten sieht man mal kurz, ich habe übrigens 50 von 105 Lebenspunkten und jeweils maximal 105 Mana von jeder Sorte und der aktuelle Stand da drüben. Und jetzt kann man mal ein bisschen schauen, was ich da nehme. Entweder gewähren mir Tränke mehr Leben oder mein Mana-Vorrat für mein Stecken, für die grüne Waffe, wird erhöht. Ich brauche erstmal mehr Leben und nehme mal deswegen das mit. So, ich muss jetzt mal gerade gucken. Ruckelt das? Okay, wenn es ruckelt, ist natürlich schlecht. Da muss ich jetzt noch ein bisschen probieren. Ich habe eigentlich was probiert, mit 60 Frames das aufzunehmen, aber wenn es ruckelt, ist natürlich schlecht. Das sollte eigentlich nicht sein. Ja, wenn es trotzdem weiter ruckelt, müsst ihr nochmal Bescheid sagen, dann probiere ich es nochmal ein bisschen aus. Das wäre eigentlich schade. Dann, ich wollte eigentlich mit 60 Frames aufnehmen. Meint ihr lieber, ich soll lieber auf 30 Frames umsteigen? Oder ruckelt das zu viel? Ja, das hat mit meinem Rechner, ich wollte das gerne euch in 60 Frames zeigen, weil es halt so ein schnelles Spiel ist. Könnt ihr nochmal kurz darauf antworten, ob ich eher auf 30 Frames umsteigen soll, dann ist es stabiler, wahrscheinlich. Eure Meinung wäre ja gefragt, schreibt es in Twitch-Chat. Das ist natürlich blöd sonst. Ach, das ist ärgerlich. Dieser blöde Rechner, ich krieg meinen neuen Rechner erst noch. Das ist noch mein alter Rechner und das merkt man halt leider doch. Ich dachte, Ziggurat ist so ein Spiel, was nicht so viel Power verbraucht. Da kann ich das mal machen. Na toll, jetzt beschwört er hier schon... Jetzt schon den Boss? Das wollte ich auch noch nicht. Ich habe das Level ja kaum erkundet. Jetzt wird hier schon der Boss beschworen. Au. Das halte ich für keine gute Idee. Ich verstecke mich mal hier hinter. Ups, sind da noch Freunde gerufen. Super, das, ja, das Spiel kann auch manchmal ein bisschen sehr krass sein, gerade am Anfang schon. Ohne dass man das eigentlich so möchte. Das habe ich auch schon gehört. Es hat ein Rogue-like oder Rogue-light, wo sowas durchaus mal... Autsch. Da war ich zu knapp dran. Ich sammle mal das grüne Mana auf. Obwohl das gegen den gar nicht so geeignet ist. Ein HP noch, ja. Ich glaube, das wird etwas knapp. Wahnsinn. Na gut. Dann werde ich nochmal das umstellen. Das war nicht die erste Runde. Ich werde es nochmal umstellen auf weniger Frames, damit ihr besser zugucken könnt. Weil so war es nicht geplant. Das ist ein bisschen schade, das habe ich mir anders vorgestellt.
Und jetzt habe ich ein neues Objekt freigeschaltet. Immerhin. Noch ein neues Objekt fürs nächste Mal. Vielleicht stelle ich jetzt auch mal ein bisschen die Grafik runter. Vielleicht hilft das auch schon mal. Obwohl, das sollte ich mal lassen. Bewegungsunschärfe ist anscheinend auch nicht so toll für euch, meint ihr? Na, ich glaube, euch wird das, das kann einfach, mein Rechner kann nicht nebenbei das noch mit 60 Frames rendern. Ich bin mal 30, werde ich ihn umstellen.